I take the opportunity to greet you this morning. Und ich benutze diese Möglichkeit, euch zu begrüßen diesen Morgen. And in greeting you, I also bring greetings from my local church. Und ich überbringe auch die Grüße von meiner lokalen Gemeinde. And also from my good wife. Und auch von meiner guten Frau. Hallelujah, I think most of you met her. Und viele von euch haben sie schon getroffen. She would have loved to be here. Sie hat es so geliebt, hier zu sein. But she just can't handle the long distance. Aber diese lange Reise, damit kommt sie nicht gut klar. So she says, the next time I come to Germany. Und so sagte sie, das nächste Mal, wenn ich nach Deutschland komme, then we have to fly business class. Dann müssen wir Business Class fliegen. And the Lord has been really giving us favor. Und Gott gab uns wirklich Gnade. Because most of my trips are, weil die meisten meiner Reisen are upgraded to business class. Sind auf nächsten Level in diesem Business Class emporgehoben. Hallelujah, but that's not important. You are important. Aber das ist nicht wichtig, denn ihr seid wichtig. I'm actually in Germany because of the fasting and prayer conference. Ich bin hier in Deutschland wegen der Fasten- und Betkonferenz. And I will speak for the whole week from Monday to Friday. Und ich werde die ganze Woche von Montag bis Freitag sprechen. In Hamburg. In Hamburg. And I think all the accommodation has been taken up already. Und ich glaube, die ganze Unterkunft ist, alle Unterkünfte sind schon besetzt. There's people that from throughout Europe that have are coming through. Von ganz Europa versammeln sich da Menschen. And I believe in my heart it's going to be one of the best conferences we've had so far. Und ich glaube in meinem Herzen, das wird die allerbeste Konferenz, die bisher war. So I am quite excited about it. Und ich bin so aufgeregt. Amen, and I believe that God is going to really do a powerful work. Und ich glaube, dass Gott wird da große Werke tun. And because of all the time that I have on hand. Und weil so die groß gute Zeit, die ich da habe, I am really gonna trust God, verlasse ich mich und vertraue ich auf den Herrn, to really sort his people out. Hallelujah. Um die Menschen frei zu kaufen. So that they don't leave the same. So dass sie nicht die gleichen sind wie vorher. I leave the conference and then I have been invited to speak in a conference in South Africa. Ich bin auch auf eine Konferenz in Südafrika eingeladen, auch dort zu sprechen. Where they are expecting at least 5,000 people. Wo ich mindestens 5,000 Menschen erwarte. And I want to share with you the testimony about this. Und ich möchte mit euch die Zeugnisse darüber teilen. Some years back, es sind schon einige Jahre her, I was invited to this church, war ich eingeladen zu dieser Gemeinde. And they had less than 300 people in the church. Und sie hatten 300 Leute in dieser Gemeinde. And I prophesied. Und ich habe prophezeit. And I said that this church will grow to 10,000. Und ich habe gesagt, diese Gemeinde wird auf 10,000 Menschen wachsen. And people thought I was crazy. Und die Menschen dachten, ich wäre verrückt. And lo and behold, the church grew to 10,000. Und langsam aber stetig, die Gemeinde ist auf 10,000 Menschen gewachsen. And so when they were celebrating that prophetic word. Und als sie dieses prophetische Wort gefeiert haben, they invited me to speak at that particular conference. Haben sie mich eingeladen, auf diese bestimmte Konferenz zu predigen. And I was pleasantly surprised when they invited me again this year. Und ich war sehr überrascht, dass sie mich auch dieses Jahr eingeladen haben. So it's going to be an exciting year. Also, das wird ein aufregendes Jahr werden. And you should be excited, amen. Und auch ihr solltet aufgeregt because if sein, you amen. Sense in the spirit that something powerful has to take place in 2019. Denn wenn ihr das spürt, dass im Jahr 2019 etwas wirklich Aufregendes passieren wird. You can feel the shifting in the atmosphere. Du kannst dieses Vibrieren in der Atmosphäre spüren. And as I said earlier, you don't normally get such a strong visitation.
Und wie ich schon vorher sagte, wenn du nicht normalerweise diese starken Besuch, diese starke Gegenwart gespürt hast, da sind himmlische Heere in Gottesdienst. Und das sagt mir, dass etwas sehr Gutes hier durchbrechen wird in der Gemeinde. To extend the tent. Und es ist Zeit, das Zelt auszubreiten. It's time to lengthen the cords. Es ist Zeit, die Pflöcke etwas weiter zu stellen. And get ready for the harvest that is coming in. Und für die Ernte sich vorzubereiten, and die auf harvest uns zukommt. Will come from the north. Und die Ernte kommt vom Norden. And from the south. Und von dem Süden. And from the west. Vom Westen. And from the east. Und vom Osten. And the Spirit of the Lord is saying to us today. Und der Geist Gottes sagt heute, that there are hungry people waiting for a touch from God. Dass da hungrige Menschen auf die Begegnung, auf die Berührung des Herrn warten. There are spiritual orphans around you. Da ist ein geistlicher Schutz and they are looking um euch for, herum. They are looking for spiritual parents. Ah, da sind geistliche Waisenkinder und sie warten auf die geistigen Eltern. And they will be attracted to this assembly. Und sie werden zu dieser Gemeinschaft angezogen. The Spirit of the Lord says, "Am I not the provider?" Und der Geist Gottes sagt, bin ich nicht der Versorger? Am I not the waymaker? Bin ich denn nicht der Wegbereiter? Am I not the miracle worker? Bin ich nicht der, der die Wunder tut? He says to you today, trust me in this year 2019. Und er sagt heute zu dir, vertraue auf mich im Jahr 2019. He says, the Spirit of the Lord says, he will honor his words. Und der Geist Gottes sagt, ich werde meine Worte ehren. And once again, the Lord wants you to know, und nochmal möchte der Herr, dass du weißt, that he is raising up young people in this church, dass er junge Leute hier hochhebt in dieser Gemeinde, that will be able to accomplish the things that we may not be able to do. Und sie werden fähig sein, die Dinge zu tun, die wir nicht fähig sind. And there will be a process of training and equipping them. Und da wird ein Prozess, um sie zu trainieren und sie auszustatten. For in this place you have hungry, spiritual hungry boys and girls. Und es sind hungrige Mädchen und Jungs, die geistlich hungrig sind. Who are waiting to be empowered by his spirit. Die darauf warten, gestärkt bei seinem bei dem Geist zu sein. To go out there and reach out to those young people who are bound. Um herauszugehen und die Menschen freizusetzen, die gebunden sind. Bound by drug addiction, bound by alcohol. Gebunden durch Drogenabhängigkeit und Alkohol. Those who are lost because of parents separating. Oh, die verloren sind, weil die Eltern sich geschieden haben. Those who are longing for genuine love. Die sich nach Liebe sehnen. And it will take young men and women to reach out and touch them. Und deswegen sind junge Menschen nötig, um herauszugehen und sie zu berühren. By the inspiration of the Holy Spirit. Mit der Inspiration des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Let's give the Lord a hand this morning. Gib dem Herrn einen Applaus. It's okay for me to leave here at 4 o'clock today. Ist das okay, wenn ich heute um 4 Uhr hier euch verlasse? Hallelujah. Can we turn to Isaiah 28, verse 5 and 6? Isaiah 28, 5 bis 6. Would you like to read it from your version, praise the Lord? An jenem Tag wird der Herr der Herrscher für den Überrest seines Volkes eine herrliche Krone und ein prächtiger Kranz sein. Und für den, der zu Gericht sitzt, ein Geist des Rechts und eine Stärke denen, die den Angriff vom Tor abwehren.
I want you to quickly jump to Philippians chapter 1. Und ich möchte schnell herüberspringen zu Philipper 1, 12. And because of time we will just read one or two verses. Und wegen der Zeit wollen wir jetzt ein, zwei Verse durchlesen. Philippians chapter 1 verse 12. Philipper 1, 12 bis. And then we'll go to 15 and then 16. Und dann gehen wir zu 15 und 16. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber auch aus guter Gesinnung. 16. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. 16, 17. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. And then let's go to 18, sorry. Und 18. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. I'm really having difficulty standing here this morning because the anointing is so strong. Für mich ist es heute hier sehr schwer zu predigen, weil die Salbung hier sehr stark ist. Praise the Lord. Preise den Herrn. I want to ask you a question. Ich möchte euch eine Frage stellen. Are you really at the point where you want to be this morning? Bist du wirklich da, wo du sein willst heute Morgen? In terms of your life? In Sachen in deinem Leben? Because I believe in my heart that we are now going into the third month of this year. Denn ich glaube in meinem Herzen, dass wir in den dritten Monat dieses Jahres hineingehen. And we need to set some priorities in our life. Und wir müssen ein paar Prioritäten setzen in unserem Leben. And not chase things that are meaningless. Und nicht die wichtigen, bedeutungsvollen Sachen außer Acht lassen. Or rather even things that bear no fruit. Oder die fruchtbar sind. We don't have to fight battles. Wir müssen nicht Kämpfe kämpfen. Where the enemy wants to distract us. Wo der Teufel uns zu zerstören versucht. We need to invest in relationships that give us a return. Wir müssen in die Beziehung investieren, die uns zur Umkehr bereitet. And so it is important for us to trust the Lord for his power and his spirit. So ist es für uns wichtig, auf den Herrn zu vertrauen, in seine Kraft und in seinen Geist. Because there are things that you cannot do in the flesh. Weil es gibt Dinge, die du in deinem Fleisch nicht tun kannst. But you have to do in the spirit. Aber die du im Geist tun kannst. I always listen to people who talk about resolutions at the beginning of the year. Immer höre ich, dass die Menschen aufgeben am Anfang des Jahres. But the longer you live, you realize that sometimes these resolutions means nothing. Aber je länger du lebst, realisierst du, dass dieses Aufgeben wirklich nichts bedeutet. So today I want you to spend some time even as I speak to you. Und heute möchte ich, dass ihr diese Zeit verbringt, während ich zu euch rede. Just to reflect on the things that are going on in your life. Auf die Dinge zu reflektieren, die in deinem Leben jetzt vor sich gehen. You find that the apostle Paul is focusing not on the things that are happening to him. Paul ist nicht fokussiert auf die Dinge, die ihm geschehen, but the things that are happening through him. Aber auf die Dinge, die durch ihn geschehen. Remember that when I look at a resolution is a decision that you make. Was bedeutet Resolution? Vorsatz. Also Vorsatz ist es die, es ist wichtig, den Vorsatz zu tun, diese Entscheidung, die du tust. And very often we hear people talk about new beginnings. Und sehr oft sprechen die Menschen über den Neuanfang.
But today I don't want to reflect on new beginnings. Aber heute möchte ich nicht auf diese Neuanfänge reflektieren. I would like to see things from the perspective or from the view of having a new ending. Aber ich möchte auf die Dinge schauen von der Perspektive des Himmlischen, von da auf das neue Ende hinaus. Because you cannot change the things that have taken place already. Denn du kannst die Sachen, die schon geschehen sind, nicht ändern. That is why the Apostle Paul could say, I press towards the mark. Was heißt das? Mock? Mark. I press towards the point. Und deswegen sagte Paulus, ich Er ist auf das Ziel ausgerichtet. This one thing I do, forgetting what is behind me. Ich schaue das, was vor mir liegt, und deswegen vergesse ich das, was hinter mir ist. So I come back to Isaiah. Und ich komme zurück auf Jesaja. And Isaiah says that he will be a source of strength. Und Jesaja sagt, er wird die Quelle der Kraft sein. To turn, or rather to him who turns back the battle at the gate. Um dahin zu wenden, um den Kampf noch vor dem oder den Angriff vor dem Tor abzuwehren. So the Lord will strengthen you. Also der Herr wird euch stärken. When you take a decision, wenn du die Entscheidung triffst, and you say, no longer this is going to affect me. Wenn du die Entscheidung triffst und sagst, das wird mich nicht mehr länger angreifen. Because it has to stop at the gate. Denn das hat zu enden hier am Tor. Amen. Amen. I want to go in a little deeper. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen tiefer gehen. Very often we hear, and this is quite common in our churches. Sehr oft hören wir, und das ist ganz schön üblich bei uns in den Gemeinden. We talk about the bloodline, which is important. Wir sprechen über die Blutlinie, die sehr wichtig ist. We can focus a little bit on generational curses. Wir können auf die Generationsflüche konzentriert sein. And we can say my grandfather was an alcoholic. Und wir können sagen, mein Großvater war ein Alkoholiker. And my father was an alcoholic. Und auch mein Vater war ein Alkoholiker. And because I am from the same bloodline. Und deswegen, weil ich aus der gleichen Blutslinie stamme, I have to be an alcoholic. Muss ich auch ein Alkoholiker sein? No. Nein. No. Nein. Because it has to stop at the gate. Denn das hat zu stoppen, das hat ein Ende you vor dem Tor. You cannot allow something to go over or past the gate. Du kannst es nicht erlauben, dass etwas durchgeht, etwas durch das Tor hindurchtritt. And this is what we have to have an understanding about today. Und dieses Verständnis über heute müssen wir haben. Because the power of his spirit. Denn die Kraft seines Geistes. And the power of his anointing. Und die Kraft seiner Salbung. And the price that Jesus Christ paid on the cross. Und der Preis, den Jesus Christus am Kreuz bezahlt hat. Gives us the victory. Gibt uns den Sieg. Over every curse. Über jeden Fluch, over every spirit of oppression, über jeden Geist, der Druck ausübt. It doesn't mean if my grandmother had cancer, then I will have to have cancer. Das bedeutet nicht, dass wenn meine Oma Krebs hatte, ich auch Krebs haben werde. It doesn't matter if my grand or my mother had lost a child. Or whatever the case may be, so I may lose a child. Das ist ganz egal, auch wenn meine Mutter ein Kind verloren hat, das bedeutet no, nicht, dass ich mein Kind verlieren werde. Stop. Somebody say amen today. Nein, das hat jetzt ein Ende und jemand sagt Amen that heute. That is why I cannot control the things that have happened already. Ich kann nicht kontrollieren, das, was schon geschah. But I can write a new ending. Come on. Aber ich kann ein neues Ende bestimmen. Halleluja. Amen. Halleluja. Because I got to press forward by the grace of God. Denn ich muss auf die Gnade des Herrn vertrauen. Because the Bible says that I am a new creation. Denn die Bibel sagt, ich bin eine neue Schöpfung. All things have passed away.
All das Alte ist vorbei, and ist vorüber. All things have become new. Und Neues wird erschaffen. I am saying to you today that some changes have to take place at the gates. Und ich bin heute hier, um euch zu sagen, dass manche Veränderungen noch vor dem Tor stattfinden müssen. The best place to overcome something is before it even begins. Und das Beste, etwas zu überwinden, ist das zu stoppen, noch bevor es angefangen hat. Because you cannot allow it to go through the gates. Denn du kannst es nicht, kannst dem nicht erlauben, das durch das Tor hindurchzugehen. I believe in my heart. That is why if there is tension in a marriage as well. Tension. I'm giving you there's a bit of Spannung. Ich glaube in meinem Herzen, dass wenn auch innerhalb der Ehe schon eine Spannung ist. And if you allow this anger to go through the gate. Und wenn du diesem Bösen erlaubst, durch das Tor hindurchzugehen, when once it goes through the gate, you will end up in bitterness. Wenn du erlaubst, dem durch das Tor hindurchzugehen, dann wirst du enden in Bitterkeit. Bitterness. So you turn, Isaiah says, you can turn back the battle at the gate. Und wie Jesaja schon sagt, du kannst den Angriff vor dem Tor abwehren. Powerful thinking this morning. Das ist ein starker Gedanke heute Morgen. Because the leaders of the day of Isaiah. Denn die Leitung von den Tagen von Jesaja. I am talking about leaders that should have been setting the standards. Ich spreche von der Leitung, die da oben platziert ist. But these leaders were compromising their position. Aber diese Leiter des Volkes haben ihre Position ausgenutzt. And the word says to us today that they were even indulging in wine and in beer. Und das Wort sagt, dass sie in Wein und Bier versunken sind. And they were in a position of authority. Sie waren in der Position der in einer Autoritätsposition. They were supposed to be leading the people. Sie waren dafür bestimmt, das Volk zu leiten und zu führen. How can they make sound decisions when they are intoxicated? Und wie können sie Entscheidungen treffen, wenn sie vergiftet sind? And it's no different today. Und genau das Gleiche ist auch heute. You have leaders who compromise themselves. Wir haben Leiter, die sich selbst verkaufen. And yet they are holding positions of such authority. Und sind in einer Autoritätsperson, Position. They are drunk with pride. Sie sind betrunken mit Stolz. Halleluja. They are drunk, they are full of themselves, they only have their own interest at heart. Sie haben nur ihre eigenen Interessen in ihrem Herzen. And that is how today when I go back and I look at the Apostle Paul. Und wenn ich jetzt zurückgehe und auf den Apostel Paulus schaue. And the Apostle Paul is saying, no matter what the motive is. Und Apostel Paulus sagt, ganz egal was das Motiv ist. It is, you know, as long as Christ is preached. Solange Christus verkündigt wird, we have the victory. Haben wir den Sieg. And that is why I am saying to you today that is that we need to understand that God is the source of our strength. Und das ist das, was ich euch sagen will, was wir heute verstehen müssen, dass Gott ist die Quelle unserer Kraft. Your husband is not the source of your strength. Nicht dein Ehemann ist die Kraftquelle. Amen. Your job is not the source of your strength. Die Arbeit ist auch nicht deine Kraftquelle. God is the source of your strength. Gott allein ist die Quelle der Because Kraft. God is all power. Denn Gott ist allmächtig. Hallelujah. That is why we call him Jehovah El Gibor.
Und deswegen nennen wir ihn Jehova El Gibor. He is the all-powerful God. Er ist der allmächtige Gott. We are limited in our strength. Wir sind begrenzt in unserer We Kraft. Are limited in our knowledge. Wir sind begrenzt in unserem Wissen. But he is the all-knowledgeable God. Aber er ist der allwissende Gott. He never gets tired. Er wird nie müde. He holds the whole world in his hands. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. He just moves his toe. Und auch wenn er nur seinen Finger bewegt. And he causes the earth to revolve. Bewegt er die ganze Welt, den ganzen Erdkreis dreht sich. Heaven is my throne. Denn er sagt, der Himmel ist mein And Thron. The earth is my footstool. Und die Erde ist der Schemel meiner Füße. To touch it. Ich brauche es nur zu berühren. And I will cause it to move in a revolution or in a direction. Und das wird sich in der Bewegung drehen, wie ich es will. So if you are depending on anything else but God, also, wenn du von etwas abhängig bist, was nicht Gott ist, then you will surely be disappointed. Dann wirst du auf jeden Fall enttäuscht werden. Why should I go to somebody, warum muss ich zu jemandem gehen, who cannot give me the assurance, der mir nicht die Sicherheit geben kann. Whereas I can go straight to my father. Aber wenn ich sofort direkt zu meinem Vater gehe. Because everything is under his jurisdiction or under his authority. Denn alles ist unter seiner Autorität. Halleluja. Halleluja. So Isaiah says, I am talking this morning. Isaiah says he will be a spirit of justice in verse 6. Und im Vers 6 sagt Isaiah, er wird der Geist der Justiz sein. To the one who sits in judgment. Der im Gericht sitzt. And a source of strength to those who turn back the battle at the gate. Und eine Quelle der Kraft sein für die, die den Angriff am Tor abwehren. In other words, it means that we got to depend on God. Und in anderen Worten heißt es, wir müssen nur auf Gott abhängig sein, like von Gott abhängig sein. Like the psalmist says, I lift my eyes to the hills. So wie Salomon sagte, ich hebe meine Augen empor zu den Bergen. Where does my help come from? Woher kommt mir Hilfe? My help comes from the Lord. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. The maker of the heavens and the earth. Dem Schöpfer von dem Himmel und der Erde. Halleluja. Halleluja. Because he watches over Israel. Denn er schaute auf Israel. And he does not slumber nor does he sleep. Denn er schläft nicht und schlummert nicht. The Lord is my maker. Denn der Herr ist mein Meister. The Lord is my shelter. Denn der Herr ist mein Beschützer. The Lord is the one who is able to draw me out of any power. Denn der Herr ist fähig, mich aus jeder anderen Kraft herauszuziehen. Or influence that is not of him. Oder Einfluss, der nicht von ihm ist. That my help is in Jesus. Dass meine Hilfe in Jesus ist. Amen. 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 I want you to really get this. Really get what I am saying this Ich möchte morning. Wirklich, dass ihr das greift, was ich euch sage heute Morgen. My help doesn't come from the north. Meine Hilfe kommt nicht vom Norden. Nor does my help come from the south. Meine Hilfe kommt auch nicht vom Süden. My help comes from above. Meine Hilfe kommt von da oben. Not from the left. Nicht von links. Nor from the right. Nicht von rechts. Only from him. Sondern nur von ihm. That's the confidence you got to have in this year 2019. Und das ist diese Zusicherung, die du bekommst im Because Jahr 2019. The coming of the Lord is so soon. Denn das Kommen des Herrn ist so bald. And we got to get our act together. Und wir müssen wirklich zusammenkommen.
So I'm repeating in verse 5 it says in that day the Lord Almighty. Und im Vers 5 ich wiederhole an diesem Tag sagt der Herr der Allmächtige will be a glorious crown. Wird ein wunderbarer Kranz, herrlicher Kranz. A beautiful wreath for the remnant of his people. Eine herrliche Krone für sein Volk. And he is speaking to people who are about to go into war. Er spricht über die Leute, die in den Krieg ziehen. He is speaking to people who are about to be defeated. Er spricht von den Leuten, die bekämpft werden. He is speaking to those who feel that the protection has gone. Er spricht von denen, die denken, dass die der Schutz geht. But at the same time he is saying remember the promises to be a source of your strength. Aber zur gleichen Zeit sagt er erinnere dich, woher die Kraft kommt, wer die Kraftquelle ist. So he is speaking about victory even when defeat is knocking on the door. Er spricht über den Sieg sogar dann, wenn Verlust und das heißt, wenn man nicht siegt, Niederlage direkt an deine Tür klopft. Halleluja. So it says, in that day the Lord Almighty will be a glorious crown. An jenem Tag wird der Herr der Herrscharen eine herrliche Krone sein. A beautiful wreath. Ein prächtiger Kranz. And the remnant of his people. Und der für den Überrest seiner Leute, Halleluja. Seines Volkes. Because when you look at a wreath tells you about victory. Denn wenn ihr schaut, das spricht von dem Sieg. When you look at a remnant talks about that which is now left or left over. Die Krone spricht von dem Sieg und das Überbleibsel spricht darüber, dass das Spiel zu Ende ist. And no matter what you are going through in life, God always has a remnant. Und ganz egal, was in deinem Leben vor sich geht, Gott hat einen Überbleibsel. No matter who walked away from you, God has a remnant. Ganz egal, was wenn jemand von dir weggegangen ist, whether Gott hat einen Überbleibsel. Whether it's in your family or whether it's in the church or whether it's in your office. Ob es in deiner Familie, in der Kirche oder in deinem Büro ist. God always has a remnant. Gott hat immer etwas, was übrig bleibt. In other words, as long as there is a little oil. Und in anderen Worten, solange da etwas kleines bisschen Öl ist. A remnant of a little bit of oil. Reste von etwas Öl. A remnant like that, God is still able. Solange da etwas Rest überbleibt, Gott bleibt fähig. To put something on the table. Etwas auf den Tisch zu stellen. He doesn't need jars of oil. Er braucht nicht no. riesengroße Gefäße von Öl. No. Nein. What is it that you have in your hands? Was ist das, was du in deiner Hand what hast? What is it that you have that is left over? Was ist das, was in deiner Hand noch that geblieben God ist? Is able to use. Das kann Gott gebrauchen. Maybe you have a few fish and a few loaves of bread. Vielleicht hast du nur ein paar Fische und ein paar Brote. You can still feed the multitudes. Du bleibst fähig, die ganze Volksmenge just füttern zu können. That remnant. Denn Gott kann das benutzen, was übrig bleibt. Maybe you've lost everything. You thought you lost everything in your life. Und wenn du denkst, dass du alles in deinem Leben verloren hast, but you just have a little left. Aber nur ein kleines bisschen ist übrig geblieben. God can work through that which you still have. Gott kann dadurch arbeiten, was du noch übrig hast. And cause you to prosper again. Damit du wieder erfolgreich sein kannst. Maybe you feel as if you have a condition that is
is life-threatening. Vielleicht denkst du, du bist in einem Zustand da, wo es kein Leben mehr möglich ist. But as long as you have breath, aber solange du Atem hast, which is able, which may be as a remnant, was vielleicht auch dieser Überbleibsel ist, God is still able. Gott kann etwas tun. Amen. So you have victory and you have that which is left over. Du hast den Sieg und du hast das, was übrig geblieben ist. And remember that as long as it doesn't matter who walks away from your life. Ganz egal, wer dein Leben verlässt. Who disappointed you? Wer dich enttäuscht hat. But you still have the spirit of Gideon. Aber du hast noch den Geist von Gideon. The thousands may go away. Tausende können gehen. But you will still be left with the 300. Aber du wirst bleiben mit den 300. Amen. That is what it is today. Doesn't matter. Stop weeping about what you lost in life. Es ist, wie es ist. Hör auf zu heulen über das, was du in deinem Leben verloren Because hast. Because God is going to use what you have. Denn Gott kann das gebrauchen, was du hast. Because God is the one who has given you the gifts and the abilities. Denn Gott ist derjenige, der dir die Gaben und der die Fähigkeiten dir gibt. Nobody can take your gift from you. Niemand kann deine Gabe von dir wegnehmen. It was placed in you even before the foundations of the earth. Denn das wurde in dich hineinplatziert noch vor der Grundlegung der Welt. It was placed in you even before you were placed in the womb of your mother. Das war in dich hineingepflanzt noch bevor du in den Leib deiner Mutter gepflanzt worden bist. So as long as you have it inside of you. Solange du es in dir drin hast. It will be the remnant that will be used by the Lord. Das wird der Überbleibsel sein, den der Herr gebrauchen kann. To his glory. Zu seiner Herrlichkeit. Let's give him a hand today. Und gib ihm einen Applaus heute. I want to turn back the battle at the gate. Ich möchte wieder zurückkehren zu dem Angriff am Tor. He mentions two things over here. Er meint hier zwei verschiedene Sachen. He will be a spirit of justice. Er wird der Geist des Rechts sein. To the one who sits in judgment. Der zu Gericht sitzt. And a source of strength to those who turn back the battle at the gate. Und eine Stärke denen, die den Angriff vom Tor abwehren. And so you've got the spirit of justice on the one hand. Also du hast auf der einen Hand den Geist des Rechts. And you've got the one who sits in judgment. Und du hast jemanden, der zu Gericht sitzt. And the first part tells us about. Erste Teil sagt uns, it refers to our standards or the standards of God. Spricht von den Standarten Gottes. In other words, a spirit of justice is the one that decides on that which is right and that which is wrong. Denn der Geist des Rechts entscheidet, was ist falsch und was ist richtig. The same God. Derselbe Gott. Two points. Und zwei Punkte. Spirit of justice. Der Geist des Rechts and the source of strength. Und die Stärke, Quelle der Kraft. I love this simply because when you are trusting God. Ich liebe es einfach, denn wenn du Gott vertraust, have I made him the source of my standards? Habe ich ihn zu der Quelle meiner Standarte genommen? Because coming gemacht. Back to the word, he says he will be a spirit of justice to the one who sits in judgment. Denn um wieder zurückzukehren zum Wort, er ist ein Geist des Rechts, der zu Gericht sitzt. And a source of strength. Und die Quelle der Kraft. The standard of the Lord is here. Das Standard Gottes, Standard des Herrn, das ist hier. I don't have to go anywhere else. Everything that God has to tell me is in this book. Ich muss nirgendwo hingehen. All das, was Gott mir sagen will, ist in diesem Buch. That's God's standard. Das sind Gottes Standard. Amen. I'm going a little deeper. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen tiefer.
I want you to understand today. Ich will, dass ihr heute versteht. That we allow the culture to dictate our standard. Dass wir es der Kultur erlauben, unsere Standarde zu diktieren. We compromise in terms of our standards. Wir machen Kompromisse in Sachen unserer Standarde. It's okay to live together without getting married. Es ist okay zu leben gemeinsam ohne verheiratet zu sein. Is it okay? Ist das okay? What is God's standard? Was ist denn Gottes Standard? You know, let me tell you a little story. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. My wife is not here, so I can tell you a little story. Meine Frau ist nicht hier, deswegen kann ich euch was erzählen. She always tells me, come on, preach the word. Why do you have to tell stories? Sie sagt mir immer, come on, predige das Wort. Warum erzählst du immer Geschichten? I'm just joking. You know, on a Sunday morning. Eines Sonntagsmorgens. On a Sunday morning, I will go to my daughter's rooms and I will knock on the door at 6 o'clock in the morning. Sonntags morgens um 6 Uhr klopfe ich an die Tür von dem Zimmer meiner Tochter. Because I go back and like the word says, I was glad when they said, let us go to the house of the Lord. Denn ich möchte zu dem Haus des Herrn gehen. And they will always tell me, Dad, what happens from Monday to Saturday? Und ich, sie fragen mich immer, Dad, was passiert von Montag bis Samstag? Because you don't get us up to go to university. Denn du klopfst nicht an und wächst uns nicht auf, damit wir in die Uni gehen. And you don't get us up to go to work. Und du wächst uns nicht auf, damit wir zur Arbeit gehen. Sunday you are knocking on the door to make sure that we get up. Aber jeden Sonntagmorgen klopfst du an die Tür, um sicher zu sein, dass wir aufstehen. Because I have to set the standard of the house. Weil ich möchte die Standarte setzen, die Standarte des Hauses. That you cannot be in bed when you're supposed to be making yourself ready to go to the house of God. Du kannst nicht im Bett sein, denn du musst dich fertig machen, du musst dich bereit machen, um in das Haus Gottes zu gehen. And they know as well, they have studied and they know my stand today. Und die wissen es ganz genau, meine Standarte, meine Maße. Because they cannot tell me on a Sunday morning that they are writing an examination on Monday. Denn am Sonntagmorgen können sie mir nicht erzählen, dass sie für irgendeine Prüfung für Montag schreiben müssen. And they expect to be at home on Sunday. Und dass sie erwarten, am Sonntag zu Hause zu sein. Because they need to study. Weil sie studieren. No, because if you try to study on a Sunday. Nein, denn wenn du versuchst, am Sonntag zu studieren, nothing is going to go in your head. Da wird gar nichts in deinem Kopf landen. Let's give the Lord a gib dem Herrn einen Applaus. I set the standard for my house. Ich setze die Standarte für mein Haus. I decide. Ich entscheide. Because as the head of the home, I cannot compromise. Denn ich als Haupt der Familie, ich kann da keine Kompromisse machen. These days around the table when you are having a meal. Wenn wir gemeinsam am Tisch sitzen und essen. Where's the fellowship around the table? Wo ist die Gemeinschaft, die Gefolgschaft? Wo ist die ganze Gemeinschaft am Tisch, wenn ich selbst mit dem Handy am Tisch sitze? And as they are eating, they are watching what is on the cell phone. Und während sie essen, schauen sie auf das, was im Telefon ist. Listening to all these sounds that come through when the WhatsApp messages are coming through. Und die ganzen Töne, die da kommen und durch WhatsApp auch kommen. The cell phones have become hell phones. Ein Handy wurde zu Höllenhandy. Because we have lost the standard of
fellowship around the table. Denn wir haben den Standard für den Tisch verloren, we für die Gemeinschaft, Tischgemeinschaft. As we used to do. Wir kommunizieren nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind. Amen. Amen. It's so important. I'm so blessed to see my Papa and Mama in this meeting. Es ist so wichtig und ich bin so gesegnet, meinen Mama und Papa hier in diesem Ort zu sehen. Manfred und Ulrike. Manfred und Ulrike. Halleluja. Halleluja. Because when the enemy comes in like a flood. Denn wenn der Feind kommt wie ein Sturm. And if I don't have a standard. Und ich habe nicht diese Standarte. When I ask God to give me joy. Wenn ich Gott darum bitte, mir Freude zu geben. Joy can only come in when I don't compromise my standard. Die Freude kann nur dann kommen, wenn ich keine Kompromisse über meine Standarte setze. When I ask God for strength. Wenn ich Gott nach Kraft bitte. But I do not go to him for the standard of life. Aber ich frage ihn nicht nach Standarden in meinem Leben. I am going against the very relationship that he has with me. Denn ich gehe auf diese Gemeinschaft, auf diese Beziehung mit ihm gehe ich ein. The question is, who sets your standard? Die Frage ist, wer setzt deine Standarde? Because I serve a God who is bigger than me. Denn ich diene Gott, der viel größer ist als ich. I serve a God who is wiser than me. Ich diene Gott, der weiser ist als ich. I serve a God today who is in total control. Ich diene Gott, der in einer totalen Kontrolle We cannot hat. Allow the world to set the standard of the church. Wir können der Welt nicht erlauben, die Standarte der Gemeinde zu setzen. We need to set the standard church. Wir müssen diese Standarte in der Gemeinde Because setzen. We are a chosen people. Denn wir sind die Auserwählten. Come on. We are a royal priesthood. Denn wir sind die königliche We Priesterschaft. Are a holy nation. Wir sind die heilige Nation. We cannot allow these people who are in the movies and celebrities. Wir können nicht diesen Menschen erlauben, die in den Movies und Shows sind, to set our in den Filmen standard. Unsere Standarde zu setzen. One day the hair is blue. Ein Tag ist der Kopf blau. The next day it's blue and white. Den anderen Tag ist es blau und weiß. And then it will go blue, pink and white. Dann wird es blau, rosa, weiß. One day it stands up, the next day it goes down. Eines Tages steht es ab, den anderen hängt es runter. As soon as you see a new style with the football player, then everybody else wants to do the same thing. Wenn du siehst, ein Fußballspieler hat einen neuen Style, dann die ganze Nation verändert sich zu diesem Stil. Whose standard are you following? Wer standardisiert deine Gefolgschaft? I need a source that is not of me today. Ich brauche eine Quelle, die nicht von mir ist. I need to follow him in this year. Ich muss ihm folgen dieses I need Jahr. To understand who he is. Ich muss verstehen, wer er ist. And really trust him. Und ihm vertrauen. Because it's not about any kind of rules today. Denn es geht nicht um irgendwelche Regeln. It's about living right, church. Sondern um lebendige, rechte Gemeinde. Because it's Christ in you. Denn es ist Christus in dir. The hope of glory. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. The book of Romans says the righteous requirements of the law. Denn im Römer sagt man, Römer sagt, die Gerechtigkeit des Gesetzes, ach so, Requirements. Ja, yeah, Requirements. Was heißt Requirements? Hm? Die Gerechtigkeit erfordert des, Erfordernisse des Gesetzes, might be fully met in us. Dass sie voll in uns werden. Who walk not after the flesh, but of the spirit. Für die nicht im Fleisch, sondern im Geist wandeln.
It's not something that God wants from me. Es ist nicht etwas, was Gott von mir will. But it's rather something that God wants for me. Aber es ist etwas, das was Gott für mich will. Amen. Amen. The standards are so important because you gotta do the best with what you have. Die Standards sind so wichtig, denn du kannst das Beste daraus tun, was du hast. We always say, God bless me, bless me and bless me. Wir sagen immer, Gott, segne mich, segne mich und segne mich. But how can you bless you when you go before him with closed hands? Aber wie kann er dich segnen, wenn du mit den geschlossenen Händen zu ihm kommst? Because it is only through your own giving that God will bless you. Denn Gott kann dich nur durch dein eigenes Geben segnen. When you are able to give of yourself freely. Wenn du frei aus dir heraus fähig bist zu geben. When you are able to give your life to other people. Wenn du dein Leben anderen Menschen hingeben kannst. When you are able to serve other people. Wenn du fähig bist, andere Menschen zu dienen. And then when you go before God and say, Lord, won't you open up the windows of heaven? Und wenn du dann vor Gott gehst und sagst, Herr, willst du nicht den Fenster des Himmels öffnen? He will pour out his blessings onto you. Wird er seinen Segen auf dich ausgießen? Because even with the little that you have, you could still be able to reach out and touch. Dann sogar mit diesem geringen, was du hast, wirst du fähig bleiben, die Menschen mit dieser Berührung zu segnen. What is the standard today? Was ist der Standard heute? And I want to go and I want to close with this point today, which is very important. Und ich möchte gehen und mit diesem Punkt abschließen, was sehr wichtig ist. How can I ask God to bless me? Wie kann ich Gott darum bitten, mich zu segnen? When I hold people in unforgiveness. Wenn ich Menschen in Unvergebung binde oder lasse. Because the Bible says, leave your gift at the altar. Denn die Bibel sagt, lass deine Gabe an dem Altar. When you come before the Lord, wenn du vor den Herrn trittst, and you have something against your brother, und du hast etwas gegen deinen Bruder, you have to go and make right. Dann musst du hingehen und das klären. You cannot say, but this person or this caused me so much of pain. Du kannst nicht sagen, aber diese Person, er hat mir so viel Schmerz hinzugefügt. You don't know what I've been through. Du weißt gar nicht, wo ich hindurch gehen musste. But if the standard is to forgive. Aber wenn der Standard ist zu vergeben, do I have an option? Hast du eine andere Option? Do you have an option? Hast du eine andere Option? No. Nein. No. Nein. How can I go before the Lord? Wie kann ich vor den Herrn treten? And ask him to bless me. Und ihn bitten, mich zu segnen. And to listen to my prayer. Und mein Gebet zu erhören. And I can cry my heart out before God. Und ich kann mein Herz ausschütten vor dem Herrn. And it will not move him. Und das wird ihn nicht berühren. I can fast for 21 days or 40 days. Ich kann fasten 21 oder 40 Tage. But if I have something against my brother. Aber wenn ich etwas gegen meinen Bruder habe. I have something against my wife or my children. Wenn ich etwas gegen meine Ehefrau oder meine Kinder habe. My prayers mean nothing. Dann hat mein Gebet nichts zu bedeuten. He is the one who sits on the throne. Er ist derjenige, der auf dem Thron sitzt. As hard as it can be. Ganz egal, wie hart es ist. So many people have oppression and depression. So viele Menschen leiden unter Depression. People even suffer with cancer and they all kinds of afflictions. Sie unter Bedrückung, unter verschiedenen Süchten und Krebs.
because they have not released in forgiveness. Weil sie nicht freigesetzt wurden in Vergebung. That is why I'm here this morning. Und deswegen bin ich heute hier. We have to set the standard. Wir müssen Standarde setzen. How many times do we forgive? Wie oft vergeben wir? You just forgive and you forgive and you forgive. Du vergibst und vergibst you und vergibst. Forgive and you forget. Du vergibst und vergisst. Because love does not keep a record of anything. Denn die Liebe, die hinterlässt keine Aufnahme von irgendwas. No record. Keine Aufnahme. 1 Corinthians 13:13 tells us that. Und 1. Korinther 13:13 erzählt uns davon. I am here to encourage you today. Und heute bin ich hier, um dich zu ermutigen. That before we leave this meeting today. Dass bevor wir heute hier nach Hause gehen. You bring it before God. Bringst du das vor den Herrn? Because he is the one who is able to set you free. Denn er ist derjenige, der dich freisetzen kann. I cannot set you free today. Ich kann dich nicht freisetzen. I can only trust him. Ich kann nur ihm vertrauen. Amen. Amen. Even as we take the keyboard once again. Und vielleicht können wir ja. I'm going to give you the opportunity. Ich möchte euch die Möglichkeit geben. To repeat myself that he will be a spirit of justice to the one who sits in judgment. Um mich nochmal zu wiederholen, derjenige, der zu Gericht sitzt. A source of strength. Der Geist des Rechts. To those who turn the battle at the gates. Und stärke denen, die den Angriff am Tor abwehren. While everybody was judging Paul and his life. Während jeder Pauls Leben und Paul verurteilt und beurteilt hat, he's in jail, as you know. War er im Gefängnis, wie ihr wisst. And maybe they were saying, but he's a failure. Und vielleicht mögen sagen, mögen manche sagen, er ist ein Verlierer. But Paul is not looking at the situation from the outside in. Aber Paulus, er schaut nicht auf die Situation. He is looking at the situation from the inside out. Auf die Situation von außen, sondern von innen nach außen. We cannot poison the well and complain about the water. Wir können nicht. We cannot poison the well. Wir können nicht die Quelle vergiften und dann sich über das Wasser beschweren. The Apostle Paul says, I eagerly expect. Und Apostel Paulus sagt, ich erwarte. I stretch my head towards my future. Ich strecke mich aus in die Zukunft. And hope that I will in no way be ashamed. Und hoffe, dass ich in keinster Weise beschämt und geschandet werde. But will have sufficient courage. Aber ich habe einen Mut. So that now, as always, Christ will be exalted in my body. Wenn Christus in mir immer erhoben wird, in meinem Körper. Whether by life or by death. Ob das jetzt im Leben oder im Tod ist. Christ will be exalted. Denn der Christus, er wird erhoben. I'm not gonna let you go. Ich werde euch jetzt nicht gehen lassen. Until you purpose in your hearts. Bis ihr das nicht in eurem Herzen bestimmt, that for me to get the breakthrough today, dass ihr nur dann den Durchbruch heute bekommen könnt. I have to align my standards with the standards of God. Ich muss meine Standarde mit den Standards Gottes zusammenführen. Make that call. Mach diesen Ruf.
Make right. Mach es richtig. Life is too short. Denn das Leben ist zu kurz. Amen. Too short. Zu kurz. You hold. You know when you forgive somebody? Weißt du, wenn du jemandem vergibst? It's not for the other person. Das ist nicht für die andere Person. It's for you. Es ist für dich. You release yourself. Denn du setzt dich selbst frei. The other person is having a good sleep. Die andere Person, die kann gut schlafen. You keep on playing it over and over and over in your mind. Aber immer wieder durchspielst du das in deinem Verstand. And you come up to the altar and say, I cannot sleep at night. Und dann kommst du zum Altar und sagst, ich kann diese Nacht nicht schlafen. But it plays and plays and plays and plays. Weil das immer wieder spielt und spielt und spielt. Let it go. Lass es gehen. Let God be the judge. Lass den Herrn, lass Gott den Richter sein. Let him sit on the seat. Lass ihn auf dem Thron, auf dem Sitz sitzen. Of judgment. Auf dem Sitz des Richters. We cannot take his place. Wir können seinen Platz nicht einnehmen. Why are our prayers hindered today? Warum sind unsere Gebete verhindert heute? When we pray, wenn wir our beten, Father, wenn wir beten, Vater unser, who art in heaven, der im Himmel, Jesus says he's not his Father. Jesus sagt, er ist nicht nur sein Vater. Let me put it this way. He is not just my father. Lass mich so sagen, er ist nicht nur mein Vater. He is not just your father. Gott ist auch dein Vater. He is our father. Er ist unser Vater. I cannot take on, I would love to. I cannot take ownership of him. Ich kann nicht über ihn bestimmen, auch wenn ich es wollte. Because the playing field is level. Denn das Spielbereich, das ist ein Level. Just like he is my father. So wie er mein Vater ist. Your father. Er ist auch dein Vater. No, he is our father. Nein, er ist unser Vater. We belong to the same body. Wir gehören zu einem Leib. Give us this day our daily bread. Give us bread. Gib unser tägliches Brot heute. Doesn't say give me this day my daily bread. Er sagt nicht gib mir mein tägliches Brot. Give us. Gib uns. Everybody. Jedem von uns. And because we belong to the same body. Und weil wir zum gleichen Leib gehören. We are one. Sind wir eins. We are the same body. Wir sind der gleiche Leib. Let us partake of the body of Christ. Lasst uns den Leib Christi nehmen. The same body. Das gleiche Leib. I cannot partake if I have something against somebody else. Was heißt partake? Ich kann nicht teilhaben, wenn wir nicht zum gleichen Leib gehören. It says, let us partake. Er sagt, us partake. Lass uns teilhaben. Doesn't say, let me partake. Er sagt nicht nur mir.
You are in the body. Du bist im Leib. The body of Christ. I am in the body. Im Leib Christi. Ich bin im Leib Christi. We are us. We are all in the body. Wir sind uns. Wir sind alle in dem Leib. So let us drink of this cup. Wir trinken vom gleichen Becher. And drink of this cup. Wir trinken von diesem Becher. We drink from the same cup. Wir trinken alle vom gleichen Becher. Won't you bow your heads right now? Bow your heads. Bow your heads. Bow your heads. Könnt ihr eure Köpfe beugen? Just close your eyes. Und schließe eure Augen. Has the Lord spoken to you today? Hat der Herr heute zu dir gesprochen? Has the word of God challenged you today? Hat das Wort Gottes dich heute herausgefordert? Are we saying yes, God, today? Sagen wir heute ja, Gott, heute? I am leaving my gift at the altar. Ich lasse meine Gabe hier am Altar. And I'm going to make right with my brother. Und ich gehe und kläre es mit meinem Bruder. And when I make right with my brother, und wenn ich es mit meinem Bruder geklärt habe, then I will come back to the altar. Dann komme ich zurück zum Altar. And I will pick up the gift. Und ich werde die Gabe wieder aufnehmen. And the gift will be blessed. Und die Gabe wird gesegnet sein. We're gonna sing one worship song. Wir werden ein Lied zusammen singen. And then I'm gonna pray with all of you together. Und dann werde ich mit euch allen gemeinsam beten. A little different from all the other meetings. Etwas anders wie alle anderen Gottesdienste mit euch. I want you to let go. Ich möchte, dass ihr loslässt. I want you to say God. Ich möchte, dass ihr sagt Gott. I want to raise the bar. I want to raise like a high jump bar. Ich möchte die Latte hochsetzen. I want my standard to be aligned to your standard. Ich möchte, dass meine Standarte deine sind. Mit deinen übereinstimmen. Christ in me. Der Christus in mir. Christ in me. Christus in mir.